kommt er wieder. Fuck. Nein, wir sind auf Gravel. Ah. Der ist stabil, der Gravel. Ist halbwegs stabil. Komm rein hier, hier ist ein Schutzbunker. Der hat mich im Visier immer noch, der Typ. Wo ist er denn? Ach, da. Ja. Oh. Hallo. Kann der mal sterben? Jetzt fliegt er wieder in meine Richtung, der Depp. Ich sehe einen anderen. Oder ist das der da oben, ganz oben? Ja, ja, natürlich. Der ist halt okay, wieder hochgestiegen. Ich habe versucht, ihm gerade ein bisschen was zu geben, aber... Ach du meine Güte. Ja, also das muss hier sicherer werden. Es muss sicherer werden. Brauchen hier einen Rundumschutz. Auf jeden Fall, ja. Bla, bla, bla. Lass mich halt einfach sterben. Ja, der hat ja alles in Brand gesteckt, der kleine. Ja, yeah, und da hinten sind halt die Piglets. Die machen halt mir was, weil ich habe kein Gold an. Ach, meine Güte. Ja. Ja, Moment, ich kann dir gerade jetzt nicht helfen. Warte, ich mach's schon. Ich mach's schon. Ah, nee, da ist zum Glück keiner mehr. Ach, oder? Oh, da ist voll das Loch. Egal. Ja, wurde reingeballert hier. Ach, warte. Nee, deswegen ist Bruchstein auch nicht sonderlich effektiv gegen das Ganze, ne? Bevor er nur einen Schuss setzen konnte. Da Bruchstein dürfte normalerweise gegen Kackenfrösche wunderbar helfen. Hier anscheinend aber nicht. Na gut. Ja, ich sehe gerade, wir haben hier ein Levelproblem. Ja, ich habe auch zu wenig. Beziehungsweise ich habe 28. Nee, wir haben hier ein Höhen-Tiefen-Problem. Ja, ich weiß schon. Also, hier muss man nämlich eigentlich die Platten drauflegen als Platten runter. Der Wald ist aber wieder schweinefrei. Der Wald ist wieder schweinefrei. Ich hab schweinefrei. Ich hab kein hitzefrei, sondern schweinefrei. Oh, da oben sind aber noch welche. Und da oben ist Glowstone. Ja. Oh, hoppala, hoppala. Großer Schwein. Großes Schwein von oben. Oi. Oi. Und da kommt der Kleine. Ja, der haut gleich ab, wenn ich wieder ihn. Ich rede mal für dich. Ich spreche für dich. I speak for you. My friend of Ukraine. Ja, ich opfer mich hier so ein bisschen für das Honkreich hier, um diesen Weg hier möglichst sicher zu halten, zumindest temporär. Ich werde auch gleich wieder dabei sein. Es ist nur so, ich möchte hier diesen Schutzraum hier mal ein bisschen für einen Schutzraum machen. Verstehst du, was ich meine? Ja, alles gut. Ich one-shotte ja eh sämtliche Piglins, also. Und hier oben den Glowstone. Da kommt der hier mir wieder zu nah hier. Da treffe ich wieder nicht. Ja, schon, bitte. So. Das ist ja meine Anti-Gegner-Hymne in allen Spielen. Don't stand so close. Corona-Zeit, Digga! Geht nicht! Halt Abstand, Gravel. Gravel. The Gravel. Gravel. The Gravel is falling down in May. Yeah. Yeah. I am. Exactly. I am a hamburger. And I am a cheeseburger. Ah! Und ich bin eine gebratene Leiswende. Nudel. Ah, scheiße. Moment. Die Piglins gehen wieder auf Schwänejagd. Ja. Ja, und Kackefrosch geht auf mich jagt. Gerade wieder. Ui. Er hat gerade geschrien. Ja. Oh, das hört sich so echt an. Hör mal auf. Das sagt es eher schon oft, ja. Wenn ich mir Mühe gebe, dann hört sich's auch gut an. Aber, oh Gott. Ich hab den Kackenfrosch abgeschossen. Hätte ich jetzt so ein bisschen Lava, wäre super. Und dann könnte ich einfach diese drei Piglins unter mir mit den Armbrüsten könnte ich einfach absnipen hier. Wäre super, wenn oder ich das einfach brennen.
Lonely Star. Nicht wäre super, wenn du das tust. Nee, das ist ja ein anderes Lied. Das ist ein anderes so. Lied. Das mit dem tu das, was du tust und so, ne? Das ist ja viel kleiner Wellengefühl. Auch bekannt als viel kleiner Wollen. Das lassen wir lieber draußen. Nö, das kommt rein. Ach. So, es gibt doch so viele, die so heißen. Ich wundere mich hier die ganze Zeit, warum ich hier so schnell das Krams abbaue und warum das so gefährlich ist. Und dabei ist das meine Effizienzspitzhacke. Oh. Die Effi. Ich besorge jetzt tatsächlich noch ein bisschen schönen Glowstone für die Respawn-Anker, ne? Wir brauchen eigentlich mehr Crying Obsidian. Aber das Problem ist, dafür müssen wir erkunden gehen und wir wissen, was das für Folgen hat. Ich bin gerade momentan sehr, sehr froh, dass wir keine Lags haben. Ja, momentan geht es richtig gut, ja. Hat jemand Lag in die Lag? Nö. Gut. So muss das sein. Nicht anders. Wie lange nehmen wir schon wieder auf? Oh, das ist doch schon ein ganzes Menge. Nee. Ich hab schon wieder volles Gebläse, Leute. Metal. Lass es frei. Lass es raushauen. Bist du bescheuert? Ich kann doch hier mir nicht einfach in die Hose springen. Aber das haben sie bei uns in der Arbeit früher immer gesagt. Lass kommen, lass kommen. Alter, nein. Wirklich? Aber ich weiß nicht, wo du gearbeitet hast früher. Ne? Das wolltest du nicht wissen. Schwerarbeit auf jeden Fall. Ich würde mal, also vom Niveau her würde ich jetzt so annehmen, irgendwie Landschaftsgärtner, soziale Arbeit für die Gemeinde. Woher weißt du das? Ich war schon in so... Aber das stimmt wirklich. Ich war Jürgen schon in so Regler auf Facebook, ne? Das stimmt aber wirklich. Ich war schon in so vielen verdammten Jobs und ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich ABM gemacht habe. Und, also eher Forstfacharbeiter. Also. Ja, das ist ja Forstfacharbeiter. Ja, genau. Forstfach. Hast du Landschaftsgärtner? Ich habe Landschaftsgärtner gelernt, Lehre gemacht und dann bin ich in den Forst gegangen. Wie, du hast tatsächlich Landschaftsgärtner gelernt? Ja. Ah, Forsti hat einen Lehrberuf. Ich bin ganz entsetzt. Ich habe zwei Lehrberufe. Flaschen leeren und... Nö. Nö. Das ist aber gut. Nö, Bürokaufmann und Landschaftsgärtner. Bürokaufmann? Ja. Das ist ja cool. Alter. Ja, gönnt dir den kleinen Goldchen. Das habe ich auch mal angefangen zu lernen. Aber alles beendet, also mit Abschluss und... Also, ich nicht. Wie geht's voran? Ich hatte alles Mögliche, hatte ich wirklich gute Noten. Ich war auf einer Handelsschule, hatte in allem wirklich gute Noten, aber also mein Bestes, was ich hatte, war Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, da habe ich wirklich geglänzt. Aber was ich gar nicht konnte, war Buchführung, Rechnungswesen. Alter! Okay. Diese dämlichen T-Konten zeichnen und so. Das hat mich so genervt. Hast du wieder kacken. Vielleicht kannst du mir tatsächlich noch ein bisschen Diarrhö geben, dann kann ich hier ein bisschen mithelfen. Dann geht's schneller. Ich hab gar nicht so viel dabei. Ich hab hier nur noch den einen Stack, den ich jetzt hab. Also, ach, dann hast du... Kümmer dich mal um den Kackenfrosch. Ja, ich hab ihn auch gerade gehört. Ich such ihn mal. Nee, aber da waren ja relativ viele noch Honky Island in der hab ich aber nichts von mitgenommen. Okay. Ah, scheiße, ich nehme die falsche Spitzhacke hier die ganze Zeit. Nein, nix, ich habe nur die falsche Spitzhacke genommen und deswegen hier unter mir totales Chaos angestellt. Ich sehe ihn da hinten. Da, der wird gleich mal dran glauben. Somit ist dann auch hier vorne. Ah, warte mal. Oh, ein Schuss, ein Treffer, ja. Die Janöf. Die Jungs sehen. Scheiße, ich hau hier den ganzen Boden raus. Ich muss mir mal eine Eisenspitzhacke machen, glaube ich. Sonst wird das hier noch ganz böse. Ich glaube, ich hol mal gleich mal Diarrhö nach, oder? Was meinst du? Ja, wenn du den Stil hier so weiterbaust, wie ich das bisher gemacht habe, dann ist das gut. Jo.
Weil ich will da später auch Wände rundherum machen, damit bei den damit bei den Kackenfrosch überhaupt nicht mehr fürchten. Oh, apropos, da vorne am... Ist er schon wieder da? Ja, und genau an einer kritischen Stelle. Das ist, Jetzt gibt der Typ plötzlich Gas beim Fliegen und dann flacht er wieder ab. Der Tobi Bick hat von Dad drum Bockfotzen erhalten. Ja klar, jetzt teleportiert sich der Gast auch noch nach runter, klar, logisch. Der Tobi Pick hat eine was erhalten? Tobi Pick hat von Dad drum Bockfotzen erhalten. Das ist aber schon ein bisschen her. Ja, ich weiß es. Wer schlaft nicht? Also ihr seid im Netter, gell? Ja. Ihr seid im Netter. Tobi! Tobi? Du bist gemutet. Ah, danke, sehr lieb, danke. Was für der Drum? Der mute Tobi. Drum Bockfotzen. Ah, Bockfotzen, Backpfeife. Ja, ich weiß, das ist ein schönes Wort. Das schön. Ja, klar, der Typ steckt wieder in der Lava fest, der Gras, gell? Guast. Der Guast und versinkt wieder und ich kann ihn nicht treffen. Geil, super. Dann gehe ich mal so zurück. Oh mei. Jo mei. Jo mei. Da warten wir schon wieder. Wie geht's dir, Herr Kitzel? Was ist los in deiner Umgebung? Ist das Leben gut für zu dir oder? Gerade irgendwie. Vieles ist neu, aber vieles läuft auch wunderbar. Ich meine jetzt in Bezug auf Kackenfrosch und so. Alles. Ach so. Gerade. Ja, ich bin ja jetzt hier schon beim Portal Never-Portal. Ne? Ich muss hier gleich mal ein Skeletor hier kaputt hauen. Skeletor kommt davor. Ja. Ich wollte ja mal nachschauen, was der Kevin so gemacht hat, die letzte Sitzung. Gerade so erschreckt. Er hat's gerade so Chris. Warum denn das? Ja, weil ich auf Magma-Blöcke gestanden bin. Ich hab Schleichentasten losgelassen. Ich werde immer besser mit dem ganzen Mundartkram, glaube ich. Ja, das passt ja. Das ist ganz fein. Irgendwann, wenn ich nach Bayern und nach Österreich komme, dann werden die Leute gar nicht glauben, dass ich Saupreis bin. Ach. Saupreisen sind ganz anders, gell? Ja. Wie war das früher bei den Schweinemärkten? Wenn man gewonnen hat, dann bekam man einen Saupreis. Ja. Ja, hast schon recht, gell? Bekam man einen Saupreis. Zu Januar, Gast, ne? Ich sag ja auch immer, eigentlich in Asia-Restaurants müsste eigentlich jedes vegane Gericht müsste kostenlos sein, weil kein Fleisch. Ich weiß. Hast du es aber auch schon aufgebracht. Das hast du jetzt schon aufgebracht, ey. Ja. So, jetzt wird hier mal ein bisschen poliert. Ich bin da wieder Tobi. Wenn ich einen Witz mache, kann ich ihn gar nicht oft genug wiederholen. Ja. Auch weil er noch so alt ist. Ja. Ja. Ja, es passt eh, bei mir selber. Passt. So. Passt. Passt schon. Was macht der Bass? Er passt sich an. Er passt sich an die Geraden. Sag das nicht dem Tobi, er ist nämlich ein Bast. Kann ja auch ein Bastard sein. Das ist dann noch schlimmer. So. Ein Bastard. Bast. Oh, ey. Im Englischen, so eine Torte oder so eine Pastete ist ja Tard. Nicht zu verwechseln mit Retard. Also eine Torte oder eine Pastete aus Bass ist eine Bastard. Das ist erschreckend. Okay, das Niveau sinkt. Yay.
Es sinkt? Ja, es ist im sinkenden Steilflug. Nein, es sinkt. Ja, es sinkt. Lalala. Lalalala. Ich bin das Niveau. Ich bin das Niveau. Servus Christi und hallo. Hallo. Servus Christi, Christi und hallo. Hallo Nico. Nico, servus. Nico, aber das war gut. Servus Christi und hallo. Jesus Christus. Nee, Servus die Christel und hallo. Servus die Christel und hallo. Die nee, Servus die Christel. Die Christel. Also, die kriegst du, ne? Ach so. Ja. Ah. Ach, wo? Ja. Die Christel. Ja. Ganz besonders, ja, wenn gerade frische Mädels auf der Schule sind. Servus die Schau Christel mal, und hallo. Ich kann jetzt hier mal. Ich hab jetzt mein ganzes Inventar voller Diaro, ne? Ja, wo ist die Kriegsdick und hallo? Warte mal, ich. Stopp, ich geb dir jetzt mal was, ne? Von unseren Spenden finanziert hier. Warte, ich. Sonst schmeiß ich's ja nicht in die Lava. Von unseren Spenden finanziert hier. Ja, aber ich kann nicht so viel aufnehmen. Kann nicht so viel aufnehmen, weil ich. Leider, nein! Ich hab nämlich das ganze Inventar voll mit sonstigem Scheiß. Ich hab zwar da vorne für eine Kiste aufgemacht. Servus, Kiste und hallo. Ja. Leute. Wo soll denn jetzt hier der Gang um die Ecke gehen? Hier, oder? Mach's möglichst gerade. Da müssen wir weniger Kurven rennen. Hast schon recht. Ja. Ich glaub, dann machen wir's möglichst schlau. Versteckst. Jo, versteck ich. Jo. Jo. Ey, Kittenkrummler? Ja. Ich kauf von dir zwei Bücher. Ist okay. Die kriegst wieder. Ja, die kriege ich wieder. Und bitte dreht mal wieder meinen den Fletcher wieder hoch, den du umgebracht hast letztes Mal, ne? Das schuldest du ihm. Ja, so irgendwie. Oh, apropos umgebracht. Es geht um die Mending Villager. Sag bitte nichts Schlechtes. Oh Gott. Tobi. Nee. Er lebt noch keine Sorge. Ja. Oh, fast was macht er denn immer mit dem? Warum stirbt denn der immer? Ich weiß es doch nicht, ehrlich. Schlägt er den immer zusammen, so nach dem Motto, gib mir bessere Preise, du Sack. Ja, genau. Ja, schon. Und dann wird er zusammengeschlagen und dann stirbt er irgendwann so. Wie so nach Folter. Na, warte mal. 1, 2, 3. Ach, scheiße, ich hab das gebaut. Also so. Wir müssen jetzt nicht unbedingt auf Unterkante der Unterlippe hier am Berghang entlang, sag ich mal, sondern ich glaube, ich. Da ist der Longs. Longs. Es geht weiter mit dem Bauen, Longs. Longs. Ja, mit der wundervollen Base irgendwie, ne? Longs. Da Longs. Das ist immer das Geräusch, wenn man so eine Flasche ansetzt und ganz viel trinkt. So Longs. man kann auch machen. Das Irk. Ja, das macht der Rösti. Ach, das ist ja ein schönes Bild. Nein, der Discord war eben gut. So, irgendwie trauen sich die Schweinekühe wohl momentan hier nicht. Au! Ja, weil ich sie getötet habe. Ja, okay, bis gleich, Tobi. Tobi. Tobi, da ist er weg. Tobi. Wie gefallen der weg? Schauen Sie mal bitte, Herr Honk. Scheiße, Moment. Ich hab hier gerade mich verklickt. Ja, was los? Schauen Sie mal. Weg ist weiter. Weiter! Ja, das kann man so. Also ob du hier unbedingt die Treppe hochmachen musst, weiß ich nicht. Doch, du kannst auch eigentlich hier durchgraben.
Na, mach ich lieber nicht. Du musst wissen, ich möchte hier hinterher Bahnschienen legen und jede scheiß Treppe, Entschuldigung, jede Stuhltreppe bringt uns, müssen wir Antriebsschienen zu machen. Ja, ja. Ach, wir haben doch Redstone, es geht schon. Das geht sich alles aus, Leidl, ne? Ja, doch. Honk, du hast ja gesagt, ich soll einmal Treppen nach oben bauen, habe ich. Guck mal, da oben ist ein Schweinekühebulle, da oben auf der Insel da oben. Achtung, Skelett! Uiuiui. Oh. Das war knapp. Wieder mal nach oben. Ich wollte gerade. Dich fast in die Lava geschossen, ne? Also das hätte er nicht geschafft, weil ich noch hier auf einer sicheren Brücke stehe. Gleich kommt der Gas. Das glaubst du, ne? Naja. Nee, nur aber. Wenn ich hier mitten drauf stehe, ist. Eine Sache, die ich noch anmerken wollte. Wollte? Ich bin zuständig, weil mein Name ist Wolter. Ja, ich weiß. Ja. Nee, aber. Du meintest ja vor kurzem in der Singleplayer-Welt, du willst einen gläsernen Tunnel für die Schienen machen. Das ist schon geplant, ja. Und mittlerweile braucht man überhaupt keinen Tunnel mehr sogar, ne? Du meinst durchs Wasser fahren, ist doch gut. Ja, weil Schienen tatsächlich jetzt gewaterlockt sind. Ja, natürlich. Ja. Aber warum sollte man sich. Da wird aber dann die Tunnelwahrscheinlich aufgehalten. Nö, ich glaube, man kann ganz normal durchfahren. Ja. Aber ich würde das irgendwie unschön. Nein. Unrealistisch. Ach, Packenfrosch?